Soweit geht's uns noch gut. Die letzten Kämpfe haben wir ganz gut überstanden, abgesehen von dem Pulsarkampf, aber der war halt besonders. Aber jetzt sind wir gleich mit einem Zweierschild und mit den Waffen im sechsten Sektor. Vielleicht ergibt sich das noch in dieser Folge, dann wird's schon ziemlich eng. Bin ich mal gespannt. Der Antrieb ist erstmal super, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Faster Than Light. Da komme ich nicht rüber, deswegen müssen wir nach oben. Ach, man kommt gar nicht so rüber, das habe ich gar nicht bedacht. Deswegen müssen wir ja erstmal rüber. Diagonal nach rechts. Dann können wir diesen einen Punkt da drüben auch vergessen. Vier Waffen. Schießt einmal, hoffe ich. Bombe, blitzekleiner Laserstrahl und da ist die Lanze. Ich habe ja letztens so eine leicht, stark verdeckte Lanze für so einen blitzekleinen Laserstrahl gehalten. Keine besonderen Systeme, abgesehen vom Teleporter und ein Mantisschiff in einer kleinen Staffel von Engi-Schiffen auf den ist. Ja, ein Mantisschiff ist einer kleinen Staffel von Engi-Schiffen auf den Fersen. Die Engi schaffen es zum Signalpunkt und verschwinden und du musst dich um ihre Verfolger kümmern. Das ist ja doof, ich wollte doppelte Belohnung. Okay. Zweierschild und die können mindestens einmal schießen. Das ist blöd bei einer Lanze und dann noch einer zweiten Laserstrahlwaffe. Wir müssen nicht voll hacken können. Wir können voll ausweichen. Mal gucken, was die Schüsse, was der Schuss und die Bombe da machen. Die können so verfehlen, aber Laserstrahlen, die treffen. Gut, keine Frage. Doch, Fragezeichen. Nee, ich gehe aufs Schildsystem bei einem Zweierschild. Sonst wird das mit diesem Durchkommen mit den drei Waffen zu mühsam. Leider ist der Raum nicht zentral. Naja. So, die kommen gleich rüber und die können eh nicht gegen unseren... Die schießen unser Zweischild eh nicht runter, deswegen gehen wir zu den Türen. Ah, da oben ist sehr gut. Dann fluten wir vorsichtshalber schon mal hier drüben. Ein leerer Raum als Einstiegsraum ist immer gut. Wir können jetzt auch einfach hier zu einem wichtigeren System gehen, wobei Sauerstoff ist auch wichtig. So ist es ja nicht. Das merken die gleich selbst. So, Türen noch verstärkt und zwar jetzt. Ja, die kriegen schon Schaden. Hacken nicht vergessen. Nicht wieder so wie vorhin. Dann machen wir sie jetzt. Nein, hier ist zu. Gut. Nicht die Laserkanone wieder befingern. Wenn die Tür aufgeht, muss ich die andere zumachen. Wobei, ich kann die jetzt schon zumachen. Da oben ist ja schon Durchzug. Gut, dann werden die wieder auf ihr Schiff abhauen. Die haben keine Krankenstation und auch keine Klonstation. Schnell, bevor die Lanze böse ist. Die Lanze ist noch da. Zweierschild aber auch. Aber das Ding kann noch. Naja, wir können ausweichen. Mal gucken. Hab ich da schon zugemacht? Ja, die klopfen schon. Das ist das Türaufzeichen, ja. Die schaffen es eh nicht und die hauen eh vorher ab. Jetzt haben die gleich wieder ein Zweierschild. Das wird schwierig, die Lanze. Die Lanze hat schon. Wir brauchen gerade niemanden bei den Schilden, deswegen bleibt er auf jeden Fall bei den Türen. Weil die Mantis knacken Türen gerne schnell. Auf Hacking warte ich nicht. Ich warte noch. Ich schieße schon mal eine Salbe ab und dann sind die drei zugleich fertig. Einmal getroffen, natürlich wieder nicht die Lanze weg, der andere kleine Laserstrahl. Aber unser Ausweichen ist ja erstmal richtig schön schön. Sobald kommt, klick, 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 klick. Das dauert zu lange. Aber die Lanze ist wieder schlecht getimt und die Bombe verfehlt auch. Ausweichen, oho. Na, die schießen schon wieder, die bauen unseren, bauen ihren Schild wieder auf. Die kommen mit der Lanze definitiv nicht durch, wenn die Bombe nicht blöd auf die Schilde geht. Wo kommt die an? Oh, die schicken den Engi rüber. Ja. Ah, Waffen will ich jetzt aber nicht verkürzt aufladen. Ist ja bloß ein Engi, komm, hauen platt. Womöglich dampft der ER ab. Dann ist es halt so. Also wir laden einmal Hacking auf. In der Zwischenzeit können wir zweimal schießen. Beziehungsweise wir schießen einmal und dann schießen wir... Zu dritt, sage ich mal. Hacking-Schussimpuls heißt das.
Irgendwann haben die keine Raketen mehr. Das Ding verfehlt wieder. Die werden sich auch blöd vorkommen. Brennt's gerade irgendwo bei denen? Ist ein Feuer zu hören? Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, kein Feuer. Nee, ich warte nicht auf Hacking. Ich schieße nochmal. Mist, wir verfehlen, also kommen wir definitiv jetzt nicht voran. Du heilst dich. Nee, ausweichen will ich voll haben. Bombe verfehlt wieder schön. Oh, gerade noch rechtzeitig, da muss ich echt aufpassen. So, wieder voll geheilt, dann gehst du schon mal zu den Türen. Die wollen in das Schildsystem, weil jemand dort schneller aufladen soll. Ich will erstmal keinen Höhenschaden bekommen, ansonsten wäre ich schon längst mal auf das Schildsystem gegangen. Oh, der ist fast tot. Die haben ja keine Kranken, keine Klonstation. Die kommen eh nicht mehr bald rüber. Aber je weniger Leute die haben, desto einfacher wird das mit der Zeit. Na, wir verfehlen, Mist. Noch haben die Raketen. Nur betäubt. Ich werde gleich mit der Laserkanone schießen. Sobald die wieder aufladen wollen, schieße ich schon. Aber ich lasse erstmal die kleine gelbe Puppelkugel was machen. Jetzt schieße ich lieber. Jawohl, der ist auseinandergefallen. Achso, Sauerstoff. Wird nämlich langsam rosa im Schiff. Jetzt haben wir sie gebrochen mit dem Engi weniger. Schildsystem auch noch angeschlagen. Als nächstes gehen wir wieder auf die Waffen. Wenn die jetzt noch jemanden rüberschicken, ja dann gute Nacht. Aber man merkt schon, wir tun uns immer schwerer. Die Gegner werden halt immer stärker. Ja, und das könnte zum Problem werden. Wenn wir nicht bald die Vulkankanone zum Laufen bekommen. Oder eine andere tolle Waffe bekommen. Oder die Hülle, ja. Die Hülle kann auch zu bei gehen. Du machst da nichts ganz. Wobei, der macht gerade gar nichts ganz. Hä? Das Ding ist angeschlagen, aber der kann an der Konsole arbeiten. Das verstehe ich gerade nicht. Der hat gerade nicht repariert, der hat an der Konsole gearbeitet, da gab es gerade keinen Reparaturfortschritt. Was ist denn da kaputt? Gibt es da eine spezielle Ausbaustufe? Hm. Tschüss, Gegner. Du kannst schon mal wieder zu den Türen gehen. Türen, sage ich, zu den Schilden. Das Schiff explodiert und wir halten einmal Treibstoff, eine Rakete und 45 Schrott. Einladen, das ist gut. Ich muss mich aber reparieren. Ich gebe es da oben ja eine Ionenbombe, das wäre super, dann hole ich mir die erstmal. Wir könnten sie ja sofort einsetzen, das wäre toll. Jetzt eine Ionenbombe. Vorher nehme ich aber noch diesen mit. Wir bekommen noch mehr Schrott. Vielleicht sogar noch diesen? Na, mal gucken, wie die Hülle nach diesem Sprung aussieht. Alle sind voll geheilt. Trotz der drohenden Mantis-Invasion durchqueren Handelsschiffe den Bereich. Zweifelsohne sind sie am Kauf der leistungsfähigen Engi-Technologie interessiert. Siebzehnmal Treibstoff noch. Ein Zweier-Schildgegner mit Teleport und wieder mit einer Rakete, die schießt schnell. Und ein Dreischuss-Laser. Und es wird hoffentlich nicht scheiße ausgehen. Kurz nach Ankunft im System ruft dich ein kleiner Kreuzer. Was für ein Glück, dass wir uns hier treffen. Es ist nichts Persönliches, aber sie haben Informationen, die wir brauchen. Das ist schnell von dieser 3. Kacke. Okay, ich vertraue trotzdem auf unseren Antrieb. Drauf unserem Antrieb. Ja, Rakete und 5 Schüsse. Wir haben bloß ein 2er Schild und habe eben den Antrieb. Ich komme ansonsten viel zu schlecht durch sein
blödes Schildsystem. Und wenn ich keinen Schaden mache, dann gewinne ich den Kampf so oder so nicht. Dann kann ich höchstens den Kampf verzögern und abhauen. Ja, ich fühle mich unwohl jetzt mit unserer Schiffsaufstellung. Es wird Zeit, dass wir mehr Waffenkraft haben. Oder eine super-duper-Verteidigung, aber... Waffenkraft liegt näher. Nicht Antrieb. 13 Dornteile noch. Oh, und ein Zoll, das ist nicht gut, der macht Bums, wenn er hochgeht. Nee, wir müssen aber vorher ausweichen können. Zum Glück ist der jetzt nicht hier rübergekommen, hätten wir weniger Ausweichswertung. Ich habe ihn auch zu früh gehackt, weil, ja, die Laserkanone sind nicht... Die wird jetzt langsamer geladen. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Mist. Mist, Mist, Mist. Mist. Und das Ding trifft auch noch die Waffen. Ist noch nicht so schlimm, aber es ist leider nicht ausgewichen. Ausgewichen, ja, geht aber echt nicht aus. Hilf, ne, hilf nicht. Jetzt ist wieder Will mit dem Reparieren beschäftigt. Das gab auch viel Schaden. Höllenbruch reparieren und nee, wir dampfen ab, sobald es geht. Mal gucken, wie wir jetzt ausweichen. 5 böse Schüsse. Wir hauen ab. Zwar wir 15% Ausweichen verloren haben. Ja, bevor das Ding schießt, hoffentlich noch bevor die Rakete schießt, sind wir weg. Das war jetzt Treibstoffverschwendung und Schrottverschwendung, weil wir jetzt mehr Höllenschaden haben. Ich schieße einfach, damit wir den Gegner suggerieren. Hier, wir kämpfen noch weiter, aber dampfen jetzt ab. Die Rakete trifft noch. Ich sehe das, wenn die uns trifft. Da fliegt sie. Die Engi können aus einem einfachen Haufen Schrott erstaunliche Dinge zaubern. Der Engi-Schwarm an diesem Signalpunkt verkauft Ausrüstung für genau das. Oh, braucht 2 Energie. Aber 3er Systemschaden. Ah, die Waffen sind schon mal nicht verkehrt. Die sind alles andere als schlecht. Drohnensteuerung. Klonstation schon wieder. Ja, der ist nicht verkehrt, aber das ist wieder Quark. Was macht man jetzt? Ich könnte mir sofort einen Verbraucher für die Bomben holen. Dann können wir den Ionbetäuber erstmal außen vor lassen. Und ich muss nicht weiter Schrott ausgeben, weil ich kann das Ding einsetzen. Ich gebe Schrott für das Ding aus, ja, aber das war's dann schon. Dann könnte ich den Ionbetäuber auch gleich abgeben. Weil als nächstes visieren wir eh die Vulkankanone an, dann haben wir die Laserkanone, Vulkankanone und die Bruchbombe 2. Ich kümmere mich erstmal um das Schiff. Noch mehr Schaden wird es nicht geben, weil das Feuer wird sich nicht weiter ausbreiten. Hier machen wir mal auf. Und sobald hier ein Ausgleich stattgefunden hat, gehst du rüber. Schon wieder aus. Nein, wir können uns eh heilen. So, schon wieder keinen Schaden mehr. Ich sollte eigentlich die zuerst heilen, wobei die haben nicht viel eingesteckt, weil die entziehen gleich Sauerstoff. Die können nicht zusammen in einen Raum. Wenn die mal zusammen irgendwie Mensch ärger dich nicht spielen möchten, dann können die das gar nicht, außer mit Sauerstoffmasken. Oder man kann mit einem sehr starken Sauerstoffsystem gegen diesen Sauerstoffverbrauch von 2 Lanius gegensteuern. Dann könnten die zusammen Mensch ärger dich nicht spielen. Sie sind sogar zu viert. Okay, Schiff erstmal in Ordnung. Alle auch geheilt? Das ist wunderprickelnd. So, jetzt laden, verkaufen. Du bringst 17, dann geben wir 60 aus. Dann müssen wir noch verkaufen. Ich brauche noch einmal Strom, um zu befallen. Müsste ich das ausmachen? Dann werde ich erstmal Antrieb abzwacken.
Die kann ich immer noch hacken, allerdings keine Dreierschilde mehr, deswegen brauchen wir schnellstens, ja, bestenfalls zwei Energiebalken. Die brauchen wir sowieso für die Vulkankanone. Aber dann brauchen wir auch noch ein Dreierschild bald und eben die Vulkankanone. Das ist sehr riskant, aber ohne das Risiko kommen wir womöglich gar nicht durch, weil jetzt noch zu hoffen, dass wir noch andere Waffen finden, außer die Vulkankanone, eine Lanze und vielleicht Schnellfeuerlaser 2, das ist sehr gewagt. Deswegen setze ich lieber auf das, was ich habe. Auch wenn das sehr gewagt ist, Vulkankanone, bis die läuft und bis wir ein Dreierschild haben. Und die beiden wieder voll versorgen können, das dauert noch. Aber der Unbetäuber kommt jetzt aller Voraussicht nach weg. Haben wir 57. Tanken müssen wir nicht. Vielleicht kaufe ich auch einmal Strom. Kostet noch 25? Fragezeichen? Ja. Also was klar ist, ich kaufe mir erstmal die Bruchbombe. Wir haben jetzt genügend Raketen. Die können wir guten Gewissens versorgen. Lieber ein Raketenverbraucher als, ja, Flak 1 war auch nicht verkehrt. Wobei, ich hatte die einmal, da war ich nicht überzeugt, aber ich habe sie eben bisher bloß einmal gespielt. Schüsselbohrladung 3, ja. Bruchbomballon, verkaufen Ionenbetäuber. Dich könnten wir jetzt anmachen. Damit können wir ein Schildsystem gut ärgern, beziehungsweise ein Waffensystem. Wenn wir mit Hacking das Schildsystem ärgern können, dann brauchen wir nicht zwingend eine Bruchbombe, noch beim Schildsystem. Okay, ich behalte 25 Schrott im Auge beim Reparieren. Das wäre jetzt erreicht. Lieber einmal Energie mehr, um ein Dreierschild wegzubekommen, denn immerhin sind wir gleich in Sektor 6. Wobei wir bekommen womöglich gleich die Energie. Aber wenn jetzt schon ein Dreierschild ankommt, dann sind wir echt am Arsch. Zwei Schild wegbekommen und dann kann ich die Bruchbombe nicht auf ein System konzentrieren. Wenn die starke Waffen haben, dann muss ich die beiden auf die Waffen setzen. Laserkanone und Bruchbombe 2. Und dann ist Hacking zu wenig. Ja, lieber Hacking voll versorgen können. Ich hoffe, wir kommen mit der Hölle durch. Das ist sehr riskant, ich weiß. Wer nix wagt, der vielleicht nicht gewinnt. Okay. Erstmal voller Antrieb und wenn wir sehen, Dreierschild, dann zwei Hacking bitte. Du bemerkst eine Engi-Kolonie, die sich auf der Rückseite eines nahegelegenen Monds befindet. Die Engi sind dabei, ein Ausrüstungslager aus der Zeit des Kriegs zwischen Mantis und Föderation auszugraben. Klingt sehr interessant. Sie schlagen vor, es als Köder für die Rebellenflotte zu benutzen, die dich verfolgt. Nö, lieber will ich den Kram mitnehmen, weil ich brauche gerade Schrott. Naja. Oh, Abwehrdrohne 2 bringt aber gut was. Schnell nochmal zum Laden zurück. Nee, es kostet Treibstoff und ehe ich mir da noch Treibstoff kaufe als Ausgleich. Nee. Du lässt die NG ihre Arbeiten beenden, damit sie... Dann bringen sie die Vorräte an Bord deines Schiffs. Das ist aber echt nett. Wir hätten die auch behalten können. Aber die denken ans große Ganze und das sind Roboter, die sind da sehr vernünftig. Ohne Vernunft zu haben. 40 mal Schrott und eine Abwehrdrohne 2, die wir gut verticken können. Da wäre ein Notfall... Ein Sicherheitsbalken. Geht leider noch nicht. Gleich zum Notfall. 1, 2, 3. 1, 2. Okay, nur Notfall und ab. Was haben wir hier? Du folgst dem Notsignal zu einem winzigen Asteroidengürtel. Ein kleines Schiff versucht, durch das Feld zu kommen. Oh, es gibt Höllenschaden. Das Schiff rufen und Hilfe anbieten. Es antwortet, Hilfe, unsere Schilder sind ausgefallen. Wir können nicht mehr lange durchhalten. Versuchen Sie mit einem Schiff zu schützen. Maximal 5er Der letzte Asteroidengürtel ging erstaunlicherweise schon gut aus. Nee, ich riskiere es nicht. Nee, das geht diesmal schief. Das habe ich im Urin.
sein Schiff nicht riskieren und sie ihrem Schicksal überlassen. Oh. Voller Schuldgefühle verschwindest du. Irgendwas ist rot, ich hab's noch nicht gelesen. Du kannst nicht mit ansehen, wie sie getötet werden. Kurze Zeit später erhältst du eine weitere Nachricht. Wir haben überlebt. Auch ohne ihre Hilfe. Und ich weiß, dass die Rebellen hinter ihnen her sind. Wenn ich sie das nächste Mal treffe, sage ich ihnen, wo sie stecken. Okay, das kann auch was Negatives bedeuten. Aber Flottenverfolgung verdoppelt für einen Punkt. Sprung. Weiß man ja vorher nicht. Da ist noch ein Laden. Antrieb aufladen und abzwitschern. Aber erst in der nächsten Folge. Dann will man mal eigennützig an das große Ganze denken und dann sowas. Das war bestimmt Engie. Scheiße. Jetzt kriegen wir womöglich dort diesen ganzen Höllenschaden, aber das weiß man nun mal vorher nicht. Und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.